Hallo, so kann jede Woche beginnen. Wie diese. Die Grundrente kommt, sie ist vereinbart und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Für 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen in diesem Land, überwiegend Frauen, die eine ordentliche Rente bekommen. Sozialdemokraten haben Wort gehalten. Aber bevor diese Woche endet mit einer Sportgala der Maccabi-Spiele in Deutschland, der jüdischen Olympiade in diesem Land, werden wir noch einiges anderes zu tun haben. Heute Abend haben wir ein gutes Gespräch mit Franziska Giffey, unserer tollen Ministerin für Familie, Jugend und Senioren, die ein tolles Programm auf den Weg gebracht hat. Und wir werden morgen vor dem Reichstag ein öffentliches Gelöbnis für unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr anlässlich des Gründungstags der Bundeswehr haben. Wir werden den George Marshall Fund bei uns zu Besuch haben, bei mir hier im Büro. Und wir werden die Rüstungsexportkontrollen schärfen, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Viele Bereiche werden diese Woche zum Sprechen kommen. Nicht zuletzt auch unser Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn, die den Vernichtungsfeldzug der Deutschen erleiden mussten. Eine tolle Woche, eine spannende Woche begleitet mich auf diesem Weg. Bis nächste Woche, euer Karl-Heinz.